Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Kapitel 3 von Resident Evil 4, dem Remake. Jetzt muss ich mal eben schauen, das haben wir soweit alles aufgeladen. Wir hatten aber noch Sachen, die wir hier nicht eingesammelt hatten. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Insignienschlüssel bekommen. Und da war eine geheimnisvolle, mysteriöse Dame in Rot, die am Fenster hing und uns gerettet hat. Ja gut, wer wird das wohl sein? Natürlich war es Ada. Ich denke mal, dass ich euch nichts Neues damit sage, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten tatsächlich das Spiel schon kennen. Diejenigen, die sich das Ganze angucken. Und ja, ich meine, es gibt immer noch Leute, die neu dazukommen, klar. Aber wenn ich den Neuen sage, das war Ada, können sie eh nichts damit anfangen. Von daher. Aufzeichnungen des Dorfes Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Erstes Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Settlers Befehle sind absolut. 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Settler auserwählt. April. 8 weitere heute. Ohne Datum 4 weitere heute. Ohne Datum 11 weitere heute. Oje, oje. 2 Ortsfremde haben, also auch ohne Datum, haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Aha, aha. Okay. Lass ich jetzt mal so unkommentiert stehen. Hier hängt schon... Oh, Moment. Ich wollte gerade noch sagen, hier hängt schon das Bild von der Wand. Ja, ist ein Hebel hinter. Oh. Oh. Aber ist wahrscheinlich Partnerarbeit, oder? Ja, 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 habe ich mir schon gedacht. Weil das viel zu hoch ist. Na gut, hatten wir hier vorne nicht noch was, was wir nicht genommen hatten? Nee, dann haben wir das doch aufgesammelt. Sonst haben wir nichts, was ich jetzt allerdings sehr, sehr mies finde, dass es jetzt dunkel wird. So richtig dunkel. Ich hasse die Las Plagas. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ich habe auch nicht so viel Schuss, weil meistens kommen sie ja in Scharen. Oh, wie ich das hasse, wie ich das hasse. Ich habe eine Blendgranate, die könnte man noch verwenden, aber... Ach so, Moment, ich habe gerade noch was gesehen. Ah nee, das war für TMP-Munition, ne? Ja, das ist auch doof. Das heißt, wir können... Doch, wir können noch Pistolenmunition herstellen. 15 Stück mehr. Flintenmunition können wir auch herstellen. Gut, wir haben jetzt festgestellt, dass wir keine Schrot haben. Hatten, besser gesagt. Gewehrmunition können wir, ach so, mit dem anderen herstellen. Aber dann brauchen wir die gleichen Patronendinger. Ah, das ist ja doof. Nee, dann lassen wir es erstmal und gucken sonst zur Not. Ja, wenn wir es brauchen nochmal. So. Ich hoffe mal... Stimmt, da waren wir noch nicht, ne? Haben wir noch nicht geguckt, ob wir da weiter können. Oh, es ist so richtig dunkel, das gefällt mir gar nicht. Ich gehe mal hinten rum raus. Oh, ich dachte gerade, die Fallen sind wieder neu aufgestellt. Was? Oh, das ist der Wolf. Wolfi, beiß mich bitte nicht. Ach, du Süßer, ich helf dir. Oh. Hallöchen. Pass auf dich auf, Kleiner. Ja. Oh, ich liebe ihn. Und das Schöne daran ist,
Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Zombie. Das Schöne daran ist, wobei ich mich wirklich frage, wie der eigentlich da reinkommen konnte, weil wir hatten ja alle hier ausgelöst. Also streng genommen waren die ja schon ausgelöst. Er konnte gar nicht reinlaufen. Kleiner Logikfehler. Hallo, Resident Evil, Capcom. Aber das Schöne daran ist, wenn ihr den befreit, dann... Ich dachte gerade, da kommen jetzt wieder neue. Dann hilft er euch später bei einem größeren Boss. Jetzt bin ich gerade am gucken. Jetzt erzählt er mir hier irgendwas von einem Geheimnis, was wir nicht haben. Unten die Sachen, die konnten wir ja nicht mitnehmen. Das ist schon klar. Warum steht da eigentlich Geheimnis plus? Das heißt dann für mich eher, dass wir später dahin kommen, oder? Ach, wir hätten noch mal zur Fabrik zurückgekommen, theoretisch, und da die Schublade öffnen. Wir haben noch jetzt zwei Schlüssel, weil das ist gar nicht so weit entfernt. Kommen wir da noch mal hin? Ich bin mir nicht sicher. Zur Fabrik, glaube ich, kommen wir nicht mehr hin, ne? Ich würde sagen, wir laufen da noch mal zurück. Das war hier, ne? Ja. In der Hoffnung, dass jetzt hier keine neuen Zombies kommen. Und dass ich keine Falle übersehen habe. Das ist auch meine große Hoffnung. Weil ich würde mich wirklich ärgern, wenn wir da jetzt irgendeinen Schatz liegen lassen würden. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt gleich genau hinkommen. Aber das ist gut, dass die Zombies sich einfach so aufgelöst haben hier. Das ist sehr schön. weil wir jetzt gerade noch hier in der Gegend sind, denke ich mir... Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Ja, bei dir kommt doch eh nichts Neues rein. Moment, hier können wir direkt ran, ne? Das war doch hier. Genau, hier. Nehmen wir den erstmal direkt mit. So. Ah, eine Maske. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir sogar... Ich weiß nicht, darum. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genug von den Dingern haben, aber wir haben auf jeden Fall was, was wir da reintun können. Das schauen wir mal kurz. Drei Stück. Oh, perfekt. Perfekt. Ja, geil. Dann würde ich sagen, den roten in die Mitte. Das sieht doch sehr schön aus. Und dann die beiden blauen wirklich außen. Oh, nein, halt. So. Jetzt kriegen wir 19.200 dafür. Du hast den Geruch des Kampfes an dir. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Das ist toll, aber ich muss erstmal was bei dir verkaufen. Das ist die richtige, besten, ja? Besten Dank. Oh, das ist geil. 29.000. Was machen wir denn jetzt damit? was Neues? Hat er wirklich was? Oh ja, er hat Blendgranaten. Wie kann man denn Blendgranaten herstellen? Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ermöglicht die Herstellung von Blendgranaten aus Rohstoffen, L. Das ist wahrscheinlich das, was wir für die TMP auch haben, nehme ich mal an. Ach, die TMP können wir auch kaufen. Weil da können wir nämlich auch Munition für herstellen. Aus Rohstoffen L und Schießpulver. Ja, Schießpulver ist natürlich scheiße, dann ist das auch wieder weg. Aber gut, von irgendwas müssen wir die ja herstellen. Die Blendgranaten. Die Blendgranaten meine ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt nur von mir aus so im Kopf so ist. Aber ich denke, die können wir gut gebrauchen gegen die Las Plagas. Und da es jetzt sehr, sehr dunkel wird gerade, bin ich ganz ehrlich, würde ich das gerne mitnehmen. Ob wir die jetzt machen oder nicht, ist ja noch dahingestellt. Aber wir müssen es erstmal auf jeden Fall können. Dann der Bolzenwerfer ist natürlich so eine Sache, ne? Da kann man jetzt auch so explodierende Dinger mitmachen. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ah, Moment. Oh, Sonderangebot für 8.000? Eine geräuscharme Schusswaffe, mit der sich Gegner leicht lahmlegen lassen. Die Bolzen können eingesammelt und wiederverwendet werden. Die Bolzen können vor Abschuss mit einem Minenaufsatz bestückt werden, der dann bei Näherung detoniert. Angriffskraft 100, also 1,2. Unsere Pistole hat aktuell 1,3. Also wäre... Eingestellte Waffe kompensiert. Ja, halt doch mal die Klappe. Wäre ein bisschen schlechter.
Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Aber wir können es halt eben wieder reinholen. Und dann wäre noch das andere, die TMP. Tja. Die TMP können wir natürlich immer kaufen, muss ich dazu sagen. Also wenn wir das Geld haben natürlich nur. Die hat aber nicht besonders viel Angriffskraft. Ich meine, die feuert zwar unheimlich gut, aber die hat nicht besonders viel Angriffskraft. Deswegen, Aber dazu haben wir auch schon wieder Munition bekommen. Das kotzt mich halt an. Also den Bolzenwerfer würde ich schon ganz gerne mal ausprobieren. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. Und da der jetzt im Angebot ist, ich kaufe gerne Sachen im Angebot. Oh, ist der groß, leck mich. Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Oh. Wenn ich jetzt rausgehe, kriege ich das dann wieder gut geschrieben? Das ist ja scheiße. Moment, wir können das erstmal. Ich kann das nicht kombinieren, wenn ich was kaufe, oder was? Boah. Also 4 zur Seite, 2 hoch muss ich haben. Kauf abbrechen, ja. Ich hab komm jederzeit. Ja, laber nicht. Also, Moment, das erstmal herstellen. Mit dem roten, was wir bekommen haben. 4 zur Seite, 1 hoch. Nee, halt, stopp. Das tun wir mal rüber. Und dann habe ich immer noch das Messer zu viel. Wollt ihr mich hier? Das sind Rohstoffe L. Mit denen ich theoretisch die Bolzen jetzt machen könnte. Die Blendgranaten, Entschuldigung, nicht die Bolzen. Ich brauche 5 Stück, um nur eine einzige Blendgranate zu machen. Aber wenn ich jetzt eine Blendgranate mache, dann habe ich, ja doch, dann habe ich einen Platz mehr. dann hätte ich jetzt, die Blendgranate geht nur 2 hoch, dann hätte ich einen Platz mehr davon. Aber kann natürlich weniger machen, weniger herstellen, was schon wieder schlecht ist. Boah, oder ich muss wirklich irgendwie ein Messer wegtun oder sowas, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal eine Blendgranate. Dann müssen wir mal gucken. Das ist doof, dass wir die nicht einfach so bei uns wegtun können. Also in den Koffer hier reintun können. Das ist so blöd. Weil die Blendgranaten würde ich schon gerne jetzt mitnehmen. Ich könnte vielleicht, dann sieht das alles irgendwie scheiße aus, aber ich könnte das Messer hier reintun. Und das Messer, achso, Moment, dann habe ich aber, achso, doch, das kann ich dann hochkant machen. Dann könnte ich zumindest das Ding mitnehmen. Oh mein Gott. Oh Gott, okay, wir kaufen den jetzt erstmal. Der Waffekauf braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Die habe ich, kein Problem. Oh Gott. Ja, also. Tune. Wir könnten den jetzt auf 1,5 bringen. Händen, Partner. Das wäre das, was wir da auf der dritten Stufe hätten. Das ist schon krass, ne? Der im Endeffekt ist er wirklich noch stärker als unsere schon verbesserte Pistole. Das ist wirklich krass. Wobei natürlich muss man dazu sagen, hier ist ein Magazin aktuell von 19 Schuss und hier ist ein Magazin von 3, ne? Also das ist absolut kacke. Aber gut. Puh. 20.000 habe ich nicht mehr. Würde ich aber gerne darauf hinarbeiten, dass wir die Angriffskraft noch ein bisschen erhöhen. Wenn ich jetzt Magazin mache, dann dauert das noch länger, bis die Angriffskraft. Also das ist Mist. Deswegen, also ich warte da drauf. Ich werde jetzt auch hier die 9.000 nicht dafür ausgeben. Ich hoffe einfach mal, dass ich da jetzt noch mal. Das wäre natürlich. Ach nee, das ist die andere. Die ist genau 15.000. Ja, aber wir arbeiten so viel mit der Pistole im Endeffekt.
Die Haltbarkeit wäre hier auch nochmal schön, aber... Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Stirb mir da draußen nicht weg, haha! Ja, haha, genau. Aber wir haben jetzt hier alles voll. Wir müssen irgendwas... Oh. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas in die Aufbewahrung reintun kann. Das ist doch ätzend. Ja, gar nicht. Ich kann doch nicht mal die Messer da reintun. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, ist nicht euer Ernst. Bin ich gerade am gucken. Moment, jetzt haben wir überhaupt gar keine Patronen dafür, ne? Das Problem ist, ich kann nichts wegmachen. Ich kann ja nicht meine Pistole wegmachen. Ich will jetzt aber auch nicht das Scharfschützengewehr wegmachen. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt hinkomme. Das ist ja der Mist. Oh, und das Problem ist, ich kann noch nicht mal irgendwie Päckchen von Patronen oder sowas aufsammeln, weil ich überhaupt gar keinen... Ich kann die Sachen alle nur wegwerfen, wenn ich da drauf klicke. Das ist ätzend. Das ist wirklich, wirklich ätzend. Und ich habe gedacht, das wäre schon total ätzend mit dem Original hier. Können wir hier nochmal Pistolenmunition mit herstellen? Können wir. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt nochmal, damit wir ein bisschen Platz zumindest haben. Keine Ahnung. Flintenmunition, das schaffen wir sowieso nicht. Also es sei denn, wir kriegen unterwegs noch irgendwas. Ich gehe jetzt erstmal auf Pistolenmunition. Das ist Wahnsinn hier gerade. Ja. Wenn wenigstens mal ein Messer kaputt gehen würde, ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass das nicht funktioniert. Wir könnten theoretisch noch, bei allem, was ich jetzt einsammle, das meiste hat ja alles zwei Sachen. Das ist ätzend. Das ist wirklich ätzend. Ja. War er das jetzt gerade? Moment, wo müssen wir jetzt hin? Darum, ne? Da ist das Tal, da ist das Ding mit dem Plus. Ne, Moment, wir müssen nach oben. Quatsch, genau, da ist das Tal. Was erzähle ich denn hier? Wir müssen hier durch. Aber ich habe ehrlich gesagt so einen Schiss vor diesen scheiß Viechern. Weil die Las Plagas, die haben mich schon so angekotzt im Original. Ach nee, da wollte ich jetzt nichts gucken. Komm, lauf. Ich weiß nicht, warum er mittendrin immer kurz stehen bleibt. Wahrscheinlich, weil er ein alter Mann ist oder so. Keine Ahnung. Haben wir aufgeladen? Haben wir aufgeladen, okay. So, hier waren wir eben. Da sind wir ja drin gewesen. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal weitergehen. Mit dem neuen Schlüssel. Den können wir hier benutzen. Okay, perfekt. Ich denke, es ist auch schon dunkel genug, dass die Las Plagas rauskommen. Oh, und hier ist es noch mal dunkler. Wollt ihr mich verarschen? Hallo, ich sehe nichts. Ist das wieder so ein Ding? Nee, da sind Tiere drin. Oder? Ist aber draußen. Ja, vielleicht sind das einfach nur Ratten. Kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt hier so ein... Das hört sich nach Tieren an, doch. Das ist so ein Ding, was man abschießen kann, habe ich jetzt gedacht. Oder sind das Fledermäuse? Das kann natürlich auch sein. Irgendwie hört sich das nach einem Tier an. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, da kommen wir wieder zum Dorf zurück. Moment. Ja, das vom Bauernhof. Ach, gucke mal einer an. Aber... Ja, okay. Es sind Fledermäuse. Da kann von links nichts kommen, ne? Hoffe ich doch mal. Da oben steht schon wieder einer. Junge, wo läufst du hin? Hä? Wo ist er jetzt hingelaufen?
Hallo. Ist er jetzt in das Dorf rein, oder was? Sieht so aus, ne? Könnte da... Ach, das ist aber nicht die Stelle, wo ich hochklettern kann. Also ich vermute mal, das heißt so viel wie Achtung. Es kommen jetzt wieder neue Gegner im Dorf. Also Pistolenmunition haben wir noch. Scharfschützengewehr. Ach, ich hätte mit einem Scharfschützengewehr... Ah, ich bin so blöd manchmal. Ich habe total vergessen, dass ich das dabei hatte. Ja, aber er ist jetzt auf jeden Fall weg. Okay. Oh, diese Scheißtüren. Der ist auf jeden Fall irgendwie da oben rumgelaufen. Das heißt, der wird dann wohl rechts wohl noch kommen, ne? Hier werden jetzt nochmal Krähen. Aber ich will jetzt hier keine riesen Explosion machen. Da gerade was gesehen? Ne, das ist der Scheiterhaufen nur. Ah, es gefällt mir gerade gar nicht. Ich hoffe jetzt nicht. Ich hoffe jetzt... Oh, Moment. Was ist denn da? Ach, die Tür war verschlossen? Ach, das war diese Sache mit dem... Ja, ja, wo wir da nicht... Aber hier haben wir jetzt einen Schlüssel für. Da müssten wir eigentlich jetzt nochmal rein können. Gefällt das jetzt hier nur gerade gar nicht, dass ich da diesen Zombie gesehen habe. Wow! Alter! Oh, fuck, fuck, fuck! Haut ab! Nein, haut ab! Ich kann Hühnerei essen. Ich kann mir Platz machen. Oh Gott. Aber ich kann die Tür nicht zumachen, aber... Aber die kommen ja nicht rein, oder? Wo ist denn jetzt... Ach, da ist die Sprengfalle. Oh, ihr Säcke. Boah. Okay, bin ich jetzt... Ich bin natürlich im falschen Haus, das war so klar. Aber ich bin... Oh nein. Ich wollte gerade noch mich freuen und sagen, aber ich bin in dem Haus, wo die Schrot war, aber sie ist gar nicht mehr hier. Aber ich habe eine Handgranate übersehen. Sehr schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch scheiße. Oder sind die... Nee, die sind neu. Flintmunition? Wo sind die scheiß Hunde denn jetzt? Oder Wölfe oder sowas? Keine Ahnung. Ja, ich sehe dich. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ist er tot? Das Ding ist richtig geil. Habe ich da Munition für? Ja. Habe ich mir jetzt hier ein Päckchen weggemacht? Nein, leider noch nicht. Das ist voll aufgeladen. Okay, ich höre aber da unten die Hunde irgendwie. Doch. Oder Wölfe, wie auch immer. Wie laufen die denn hier rum? Die sind jetzt hinten das Fleisch am Fressen, oder was? Ich höre die doch.
Blöd, dass ich nie auf das andere Dach draufspringen kann. Na, das ist schade. Die sind auf jeden Fall hier in dem Teil. Oh, hier kann man auch nochmal neu looten, so wie es aussieht. Also man kann hier komplett neu looten, aber die Hunde, die sind definitiv neu. Also das für alle, die das Original nicht kennen. Es waren drei, glaube ich, oder? Ich höre sie im Moment nur auf der anderen Seite, was aber nicht heißt, dass sie hier nicht auch woanders sein können. Das ist gemein, dass sie da nicht rauskommen. Was mich jetzt gerade noch ein bisschen verwirrt. Moment, das war hier unten. Hier unten muss ich eigentlich rein. Ist da ein Eingang? Ich könnte durchs Fenster rein. Ist da ein netter Zombie, der auf mich wartet oder so? Bin mir nicht sicher. Ich kriege hier gerade so einen kleinen Herzinfarkt, aber innerlich. Alter Kompass. Oh, der sieht aber schön aus. Der sieht wirklich schön aus. So, jetzt ist die Frage, wo wollen wir überhaupt jetzt hin? Oder wo müssen wir jetzt hin, besser gesagt? Das wird hier oben an... Nee, Moment. Das wird unten angezeigt. Da wird das angezeigt. Oh Gott, wie kommen wir denn da hin? Holla, die Waldfee. Wie kommen wir denn da hin? Zur Kirche müssen wir gehen. Sind jetzt aber im Dorf. Ja. Puh. Da ist noch ein Schatz, steht hier, aber da kommen wir doch so gar nicht hin. Oder kommen wir jetzt hier oben weiter? Ich glaube, da war doch irgendwas. Ach so, da sind wir noch nicht ganz gucken gegangen. Hier kann ich mich nur daran erinnern, dass das eine komplett andere Szenerie ist. Vielleicht kommt das ja gleich, dass wir dann Richtung Bauernhof quasi jetzt nochmal gehen müssen. Aber hier waren wir ja überall. Eigentlich. Dass wir dann von da oben nach hier unten kommen. Aber, oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist alles so lange her. Da kommen wir definitiv nicht alleine rein. Ich werde mal versuchen, mich jetzt irgendwie nach rechts zu halten, dass wir den Weg da hinten rumkommen. Keine Ahnung. Da ist es zu. Jetzt bin ich hier sinnigerweise. Okay, den haben wir schon mal gehört. erschossen. Boah, sah der gerade. Am Arsch! Was war das gerade für ein Kiefer? Ach du Schande! Noch einer kommt, aber von wo? Ich meine, den höre ich links. Komm, Hundchen. Kommt doch jetzt hier um die Ecke geprescht, oder? Oh, sehen die abartig aus, Alter. Das ist aber noch einer. Sag mir bitte, dass der dahinter ist und dass der jetzt gerade nicht... Na
bekommen. Na komm, Hundchen. Ich höre dich. Ich weiß, du willst hier durchkommen. Ich zutter hier immer, wenn ich da hink. Oh, Alter. Okay. Ja, puh, genau. Das waren aber jetzt, glaube ich, alle Hunde, wenn ich es richtig sehe. Oder Wölfe oder was auch immer. Was war das? Kann hier irgendwas kommen? Was sind das für komische Geräusche hier? Hier ist wuh und wuh die ganze Zeit. Okay, aber ich denke mal, das war's wirklich. Okay, oh Gott. Das ist jetzt wirklich was komplett Neues für mich. Wie gesagt, hier links kommen wir nicht rein. Ach so, da konnten wir, glaube ich, noch looten, ne? Verschlossen. Wie verschlossen? Sauerei, wieso ist das verschlossen? Ach so, das ist kaputt. Hm. Ach so, ja, das war da. Ja, 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 okay. Jetzt weiß ich auch, warum wir da noch looten können. Ist in Ordnung. Was ist mit dem Ding, wenn ich das jetzt niederschieße? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da was drin ist. Ne? Aber wie komme ich jetzt? Ich müsste dann noch hier auf die andere Seite kommen, theoretisch. Durch das Haus komme ich dann nicht, oder? Doch, da könnte ich oben rüberspringen, glaube ich. Achso, die muss ich auch noch looten. Habe ich da jetzt gerade Zombies gehört? So. Also da kommen wir auf jeden Fall hin. Da höre ich doch was. Kann ich da hinten rum? Moment. Das ist wahrscheinlich das Schwarze. Das heißt, wenn überhaupt. Aber ich glaube, die ist so. Nee, nee, da kommen wir, glaube ich, nicht rum. Ach, da! Ach. Okay, ich hab dich gesehen. Schade. Jetzt habe ich dafür keinen Schuss mehr, aber immerhin. Weil da müssen wir ja, glaube ich, auch rum, ne? Denken. Obwohl, da kommen wir gar nicht rum. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal einfach hier runterspringen. Mist. Jetzt habe ich gerade gesehen, da oben ist noch was ich looten muss. komme ich hier wieder hoch? Moment. Ach, hier. Ach, guck mal. Das ist ja cool. Die Frage ist jetzt... Moment, wie bin ich jetzt da hochgekommen? Ich bin durch das Fenster, glaube ich, ne? Ja, genau. Da. Peseten. Die dürfen wir natürlich nicht liegen lassen. So, nächste Frage. Guten Tag. Keiner zu Hause? Nein, offenbar nicht. Dann wäre die Frage, warum habe ich es nicht direkt schon von Anfang an mitgenommen? Oder wir können tatsächlich neu looten. Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt können wir hier eigentlich nur noch nach oben. Warum habe ich den Zombie dann weggeschossen? Keine Ahnung. Okay, also hier kann man anscheinend nicht neu looten. Das heißt dann da auch nicht. Ist jetzt die Frage, muss ich jetzt da oben rum? Weil hier unten ist ja jetzt auch irgendwie mit einem Schatz was neu angezeigt. Und wir müssen ja eigentlich nach da. Das verwirrt mich total.
Wahrscheinlich ist jetzt im Bauernhof auch wieder was Neues. Also ich weiß, dass wir da nochmal hinkommen. Was wir, aber ich dachte eigentlich, das wäre mit Ashley. Ich vertue mich immer wieder mit der. Was haben wir jetzt hier drin? Moment. Wir haben jetzt die Handgranaten, das könnten wir theoretisch jetzt so machen, aber das ist egal, ob wir das da oben oder da unten reinmachen. Vom Platz her ist das alles gleich scheiße. Da kann ich auch nichts von wegmachen. Habe ich den eigentlich schon? Den habe ich ja noch gar nicht ausgerüstet, ne? Fällt mir gerade auf. Dann Schnellzugriff. Wo tun wir den denn hin? Weil der ist so ähnlich wie die Pistole, würde ich sagen. Dann machen wir den auf der Seite von der Pistole. So. Ja. Das war der falsche. Den wollte ich eigentlich haben. So, ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich weiß nämlich nicht, wo ich jetzt genau hin muss und was ich noch alles machen muss. Und ja, ich denke, dass wir erstmal hier oben weitergehen. Ich bin mir aber absolut nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil das war das mit den... ach so. Doch, da hatten wir doch irgendwie... Genau, hier das Ausrufezeichen. Da kamen wir ohne Insignienschlüssel ja nicht weiter. Vielleicht müssen wir tatsächlich dahin. Das könnte sein, obwohl unser eigentliches Ziel ja hier unten ist. Also es ist alles so ein bisschen verworren. Aber wie gesagt, ich habe es schon eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt. Und ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich nach oben hin mit den Insignien-Schlüssel aufmachen. Und dann habe ich keine Ahnung, was wir dann machen müssen. Aber bevor mir jetzt im nächsten Abschnitt auch noch irgendwelche komischen Wölfe oder Höllenhunde oder sowas... Wölfe sind es ja nicht. Das sind ja mutierte Höllenhunde oder so. Wenn man sich mal die Schnauze ansieht. Bevor die mir jetzt auch nochmal da über den Weg springen. Ich habe nämlich dafür jetzt überhaupt gar keine Munition mehr. Nee, die ist jetzt leer. Würde ich nämlich sagen, speichere ich jetzt erstmal. Wir machen hier einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.